Yo guys, this is the Blue Gangster X, and I'm back with the third part of my Sonic the Hedgehog LP. So, sorry erstmal, weil, ich habe mich nicht an meinen Upload-Plan gehalten. Eigentlich wäre dieser Part schon längst hochgeladen gewesen. Das Problem ist, dass ich mich auf meine Prüfung vorbereiten musste, die ich heute geschrieben habe. Also den ersten Teil habe ich heute geschrieben. In den folgenden Tagen kommen die folgenden Prüfungen. Und ja, ich hoffe, das reicht als Erklärung. Wenn ich das deswegen diese Woche schaffe, dann lade ich extra mehr Parts hoch. Vielleicht schon alles, weiß man nicht. Und ja, damit ihr das wisst, wisst ihr das, und wir konzentrieren uns jetzt auf der dritte Level von... Fuck. Jo. Auf jeden Fall geht's weiter mit meinem OP und... Ich weiß irgendwie nicht... Fühlt sich irgendwie an, als ob dieses Level mir kein Glück bringt. Ich mag dieses Level eigentlich, ich find's nicht scheiße oder so, aber... Ja genau, treff einfach nicht den Jackpoint. Ich weiß nicht. Fühlt sich einfach so an. Auf jeden Fall. Für die, die dieses Versteck nicht kannten, sind halt keine regulären Sonic the Hedgehog Gamer, Player, sonst was. Ja, ich weiß, ich habe schon viele Verstecke verkackt. Zum Beispiel in der Green Hill Zone, also im ersten Part, hätte ich es viel besser machen können und so. Aber ich habe mir so gedacht, ja gut, Sonic ist all about speed, aber trotzdem, ich wollte es trotzdem nicht am schnellsten machen, sondern eher so meine Art. So, wisst ihr, was ich meine? So, meine Art, so. Ja. Auf jeden Fall, ansonsten, ich finde das Level eigentlich gechillt. Ich finde die Mucke gechillt. Nur diese Viecher und dieses Warten, wenn man diese Aufzugdinger, ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll, ich nenne sie jetzt einfach Aufzugdinger, hoch und runter fahren muss, das pisst mich so an. Und vor allem diese Metall-Igel-Dinger da. Weil, keine Ahnung, wie man die ausschaltet, man trifft nur mit Glück so, dass man den Stachel nicht berührt und dann gut nach. Und ich glaube, das war's für dieses Level eigentlich schon, oder? Ja, komm. Yeah. Sonic has passed air one, just like a boss. So. Jetzt kriegen wir den nächsten Chaos Emerald. Da gibt's kein Aber oder Nein, weiß ich. Den kriegen wir jetzt einfach und es läuft zwar gerade ziemlich scheiße für mich, weil ich nicht mal die erste Ebene hier hinbekomme. Aber egal, ja, jetzt flutscht's. Jetzt flutscht's. Na komm. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Auf jeden Fall. Ja, bei mir laufen gerade Prüfungen. Nein, weg. Pfui, gut. Bei mir laufen gerade die Prüfungen. Oh shit. Bei mir laufen gerade die Prüfungen und ja, ich versuche halt nebenher das LP aufzunehmen, weil ich habe das schon lange versprochen. Und ich habe schon. Ist schon lange her, dass ich das eigentlich auch. Weg. Nein. Ich komme einfach nicht zum Weg. Auf jeden Fall. Hätte ich das schon längst hochgeladen und hätte eigentlich schon längst weitergemacht. Aber jetzt bin ich da, jetzt mache ich's und falls ihr es vergessen habt, ich habe vor. Weg da. Ich habe vor, nach dem ersten. Nein! Oh mein Gott, Alter, Herzkrampf pur. Auf jeden Fall, habe ich vor, nach diesem LP, also Sonic the Hedgehog 1, auch Sonic the Hedgehog 2, die Long Version dann. Falls ihr nicht wisst, was das ist, werdet ihr das noch sehen. Wir haben den Chaos Emerald. Ich komme einfach nicht zum Reden. Wir haben mittlerweile 2, 4, 5, nur noch einer. Yeah. Sobald der erste Teil durch ist, kommt der zweite, die Long Version. Und die dritte Version, die normale, die ist mir zu langweilig. Dann nehme ich die Sonic and Knuckles Version. Das ist die Long Version für den Dreier. Und dann gibt es nicht nur die Chaos, sondern auch die Super Emeralds. Also wir können uns nicht nur in Super Sonic verwandeln, sondern auch in Hyper Sonic dann. Zwei Nachteile.
Erstens, wenn wir die Super Emeralds sammeln, sind die Chaos Emeralds weg. Das heißt, so lange wie wir die Super Emeralds suchen, werden wir uns nicht in Super Sonic verwandeln können. Und zweiter Riesennachteil, die Super Emeralds zu kriegen, ist einfach nur assi nervig und zeitaufreibend. Aber übertrieben. So, jetzt mal Fat Ringers sammeln hier, damit wir 50 Stück haben, damit wir den letzten Chaos Emerald bekommen. Ja? Und, ich habe eigentlich weiter gedacht, also so gesehen wollte ich eigentlich nur die Retro-Teile machen. Aber wenn ich ins erste Ausbildungsjahr komme, weil ich bin bald mit Schule fertig. Ja, ich weiß, ich bin alt und ich bin immer noch in der Schule, bla bla bla. Ich war mit 17 schon fertig, also flennt nicht. Auf jeden Fall private stuff. Ja, wenn ich mit den Retro-Teilen fertig bin, dann starte ich wahrscheinlich das Sonic Adventure 1 und 2. Sonic Heroes habe ich auch noch. Sonic Generations habe ich schon Let's Played, aber ich habe mir letztens Sonic 06 geholt. Und keine Angst, und die, die jetzt gerade Sonic 06 gehört haben und sich denken, nicht das Spiel, Ladezeiten, bla bla bla, sonst was, ich komme einfach nicht in die Mitte jetzt. So, das Ding ist, ich werde das extra für euch so machen, auch wenn es assi viel Arbeit ist, dass ich das Sonic 06 LP, was ja angeblich Sonic Adventure 3 sein soll, was meiner Meinung überhaupt nicht stimmt. Vor allem nachdem ich Sonic X geguckt habe und die Games basieren, also Sonic Adventure Games basieren auf die Serie von Sonic X, werde ich das halt so machen, dass ich das so zusammenschneide, dass hier die Ladezeiten, besser gesagt, diese Breaks einfach nicht mehr sehen werdet. So werde ich das zusammenstellen. Ist zwar eine Heidenarbeit, aber dann wird es mir auch selbst mehr Bock machen, mein LP wieder zu schauen. Und ich glaube, wir sind das Level durch hier. Yes, und okay, der war nicht so hoch. Gut. Und jetzt müssen wir den letzten Chaos Emerald kriegen. Sonic has passed Act 2. Das kriegen wir hin. Und ich weiß, dass wir das hinkriegen, weil wir es hinkriegen. Also kriegen wir es hin. So, let's go. Wünscht mir Glück. Okay, der Chaos Emerald ist direkt am Anfang. Okay, und die Dinger auch direkt am Anfang. Ich dachte schon, so leicht kann es nicht sein. Also, ich weiß noch ungefähr, was für Stages und so kommen, aber die Chaos Emerald Stages, die habe ich mir nicht wirklich so im Kopf behalten. Vor allem habe ich, als ich das erste und wahrscheinlich auch das zweite oder dritte Mal Sonic der Hedgehog gespielt habe, habe ich nicht gewusst, dass man die Chaos Emeralds sammeln kann. Ich habe zwar nach einer Weile gemerkt, dass man nach 50... Wir haben ihn! Mann, ging das schnell! Krank, bin ich gut! Okay, Sonic Goddamn! Oh, Bitches! So, wir können uns hier aber nicht in Super Sonic verwandeln, weil es das erst ab Sonic der Hedgehog 2 gibt mit Tails. So, wo war ich denn? Genau, ja, ich habe da halt schon gemerkt, so, wenn du 50 Ringe hast und durch das Level kommst, da ist so ein Riesenring, hab den aber nie bekommen. Und als ich dann in der Stage war, bin ich nicht so weit gekommen, dass ich einen Chaos Emerald gesehen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, okay. Irgendwann mal habe ich mir dann auf YouTube ein 100% Run angeguckt und habe gesehen, hey, der kann ja die Chaos Emeralds sammeln. Okay, sind zwar nur 6, weil da wusste ich ja schon von der Existenz der Chaos Emeralds. Ich wusste auch, dass es eigentlich 7 sind. Und da war das so und... Nein, weg! Oh, ich wäre fast verreckt. Also ich habe dann von den 7 Chaos Emeralds Bescheid gewusst, aber ich wusste nicht, dass man die hier so kriegen kann. Und dann habe ich es halt nochmal gezockt und hinbekommen und ja, und seitdem mache ich das so. Ich bin allgemein so ein Typ, ich weiß eigentlich nicht. Egal wie oft ich mir den Kopf setze, vor allem weil es assi lange dauert, ein Spiel einfach durchzuspielen, ohne auf 100% zu gehen, bin ich so eigentlich am Ende des normalen Durchspielens und denke mir dann so, wenn ich schon da bin, dann mache ich jetzt auch die 100% und das... What the fuck was that? Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt aber nicht ganz...
Doch, fuck it. Auf jeden Fall so, denke ich mir so, wenn ich schon so weit bin, dann mache ich auch den Rest. Und dann, wenn ich dann so drin bin, denke ich mir so, ich wäre schon längst fertig gewesen. Aber naja, so bin ich halt. Mit Final Fantasy ist es genauso. Alle meine PlayStation 3 Spielstände wurden ja gelöscht. Alles komplett weg. Gangster. Und alle meine Final Fantasy, ich habe 4 oder 5 Final Fantasies habe ich da drauf gehabt. Hab die alle so auf 95% gehabt. Wegen Trophäen und so halt nicht auf 100. Und wollte so weiter zocken und dann habe ich halt mit meinen Kumpels halt so tanken gezockt. Und da war das Power Cable irgendwie angespannt, weil es irgendwie unter einem Tisch festhang und sonst was. Und einer ist dann draufgetreten und das Power Cable fetzt raus und gut Nacht PlayStation. Und dann musste ich alles wieder formatieren. Ja, ich habe den ganzen Tag geheult. Ja, musste dann alles wieder von vorne anfangen. So die leichten Spiele, so wie jetzt Dirty Years of WrestleMania bei WWE 14, 2K14, habe ich jetzt in ein paar Stunden durch. Was könnte ich noch in ein paar Stunden durchspielen? Also Tekken habe ich auf jeden Fall durch. Sonic Generations könnte ich locker durchziehen, kein Ding. Und ich habe ja jetzt auch Sonic 06, O6 sagen, ja doch, O6 geholt und zockt es gerade auf den neuen, also schon gelöschten Spielstand und wieder neu erstellten durch. Ja, und jetzt muss ich halt mit meinen anderen Sachen so weit kommen. Ich habe übrigens einen neuen, für die Final Fantasy Fans unter euch, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt und zwar Final Fantasy X. War mein alter Rekord. Also normalerweise spielt man dieses Spiel, also wenn man es so für die ersten Male spielt und nicht so wirklich viel Ahnung von Final Fantasy hat. Gangster. Dann. Wie viel Leben habe ich? Eins. Okay. Wenn man da keine Ahnung so hat, dann spielt man Final Fantasy X so zwischen 140 und 160 Stunden durch. Beim zweiten Anlauf kann es 120 Stunden sein. Gute Spieler schaffen es in 100 Stunden. Ich habe es in 80 Stunden geschafft. Und mein neuester Rekord war, also mit der Main Story, was ich jetzt gerade spiele, war so an die 25 Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich habe das jetzt so schnell geschafft. Ich könnte jetzt damit angeben, schnell Endboss besiegen und sagen, ich habe das Spiel ohne irgendwie immer abhauen oder sonst was in 25 Stunden durchgespielt. Denn die Rekordzeit für Final Fantasy X, wenn man die ganze Zeit abhaut und so, also nicht richtig alle Kämpfe macht oder nur Items benutzt, also sozusagen cheatet, ist 10 Stunden. Und ich habe es ehrlich und mit Training und sonst was, und ich habe wirklich stundenlang fürs Training gebraucht, habe ich es in 25 Stunden geschafft. Eggman, du verreckst den. Robotnik, ich nenne ihn Robotnik. Eggman passt mir da irgendwie nicht. Eggman können wir ihn ab den 3D-Games nennen. Auf jeden Fall. Stehe, ich habe keinen Ring. Oh, passt. Cool. Ja. Hab's halt hinbekommen in 25 Stunden und ich werde euch dann die letzten Fights wahrscheinlich hochladen. Und ehe ich mich verplappere, haben wir diese Stage durch. Das heißt, bis zum nächsten Mal. The Blue Gangster is out. Peace.